Bau mal dann. 6 Stück, Alter. Was? 6 Stück hast du. 6 Stück wovon? Keks. Achso. Ja, Keksen. Bauchmuskeln, sichtbar. Was nicht mehr stimmt, aber egal. Das weißt du nicht. Also in dem Fall eigentlich. Nein, das ist der Stuhl umgekippt. Warum soll man mehr Sinn machen würde? Tut mir leid. Du hast ihn weggekippt. Du hast ihn umgekippt. Ich bin weggetreten. Tut mir leid. Was? So. Die Läufer so. Und die Schwebeschweber und noch mehr Läufer und noch mehr Schwebeschweber. Ein Experiment. Wenn ich jetzt auf diesen Stuhl einen Turm drauf platziere, macht das dem gar nichts. Okay. Au. Schuld. Das stellt sich auch dahin. Hier vielleicht nur rein. Das war Spaß. Du könntest die ganze ganze Ecke hier hinten zustellen. Also. Irgendwo. Ja, stimmt. Das ist unser Lagerraum. Obwohl ich das nicht zufahren würde, weil manchmal laufen die Viecher da noch lang. Egal. Jetzt nicht mehr. Wir haben ja die Kampfschweber hier. Boah, das ist 1120 Kohle, was ist nur die Kohle hier? Von also euch, die steckt immer ständig zu. Ja. Also hier sollte man auf jeden Fall zu zweit arbeiten, weil dann kann einer nämlich den Flieger ablenken und der andere kann draufschießen. Ach, ich bräun mich schon wieder. Das ja. Klingt so falsch, aber... Ich weiß ja nicht, wie das bei Sky klingt, aber... Da macht es vielleicht sogar Sinn, die Viecher da durchzuziehen. Gut, Simo ist langweilig. Weil hier kriegt man noch Schaden. Suffering damage, suffering damage. Ja. Ich alleine Schaden, ich alleine Schaden. Schaden. So, was bauen wir denn Schönes? Raketenturm vielleicht. Oder zwei oder drei oder vier. Auf jeden Fall noch eine Gauss. Ja, oder zwei oder drei oder vier. Ja, erstmal die Gauss hier aufwerten, ne? Was? Ach. Ist noch gar nicht voll. Ja, dann... Jetzt mal Zeit. Stop being so careless. Boah, dieser Spruch regt mich so auf. Schade, ein zu viel. Wow. Gauss ist everywhere. Sieht fast so aus, ja. Soll ich dir irgendwo anders implizieren? Ich wollte einfach nicht mehr töten. Nee, ist alles in Ordnung. Du kannst ihn ja gar nicht umbringen, glaube ich. Doch. Hier liegen Kippen rum. Das Spiel ist voll suchtinduzierend. Induzierend. Induzieren. Einführen. Diesmal habt ihr gelacht, also. Ja, aber komm. Ich hab nur das Wort übersetzt. Also. Dann kannst du sagen, was du willst. Ich hab nur das Wort übersetzt. Okay, let's go. Er sagt dazu auch nicht. Nein, ich schieß nicht nur auf dich. Lad mich auf, ja. So. So, kriege ich bei denen guten Schuss? Ich glaube nicht. Doch, das geht schon. Ich lenk die mal. Lenk deren Gesichtsfeld mal in diese Richtung. Werde ich jetzt schießen müssen? Hab ich auch. Hoppala. Ach komm. Hui. Ja, da kommt ein Flieger zu dir. Ein Vieh.
wir haben mittlerweile viel mehr Leben. Bus! Ach komm! Mach einen extra Schaden an Schwachstellen, die Schweber helfen. Halten gerade ewig. Und schon wieder Kram. Ich geh zu den Rhinos. Ist gut. Hier raus. Ah, okay. Und was fehlt uns denn noch? Ein Raketen drin. Okay. Das war gerade nett. Dieses wieder dieses Time for a cup of coffee. Dann. Serious? Ja, ja. So, die Türme sind alle voll aufgewertet. Einen haben wir noch. Vielleicht noch ein Slower hier irgendwo. Hier. Ich werfe eine Gauss. Ah. Oder noch eine Gauss? Ja, machen wir noch eine Gauss. Wir haben noch lang nicht genügend Gausses. Genau. Achso, du wolltest ja hier oben hin, dann gehe ich mit hier runter. Aber hier unten kann man irgendwo gut stehen. Ja doch, hier, wo ich gerade gebaut habe. Wo hast du gerade gebaut? Hier, da wo rot ist. Ah. Ja. Ja, aber ja, das sollte gehen vorerst, ja. Angespuckt wird man trotzdem, aber es sind nur 5 Stück. So, bleibst du auch hier unten, oder? Ja, ich kann. Nur ich hab jetzt. Oder ne? Ich wollte oben gehen, das sind wieder. Ja gut, dann kommst du mit mir hier runter, okay. Jo. Let's get started. Okay, auf die Distanz kann ich nun auch Scope starten. Alter, kommt das viele Rhinos. Alle auf einmal. 20 Stück ineinander. Ach komm. Also wir sind durch. Scheinbar. Schön, geht die los. Liebe. So, lass es aufwerten beginnen. Das kannst du nicht sparen, es geht jetzt eh nur noch ums Aufwerten. War was? Nein, das ist alles in Ordnung. Gut. So, was ist überladen? Ah, der Schweberpatriarch, Matriarch, ultra super Kerle. Freut euch. Yay. Yay. Schön. Genau. Überlegen Gauss. Ne, Raketen. Ist dann, glaube ich, besser. Kriegt das vorne auch keinen Schaden. Irgendwas aufzuwerten?
Nee, es ist alles schon voll. Gehen wir aber alle drei hier hin, oder? Ja, müssen wir wohl. Oder wäre zumindest so am besten. Gibt's noch was zum Aufwerten? Nö, das ist alles jetzt nur noch weiter. Und was sagt sie jetzt? Ja. Von der seine Schwachstelle. Hinten. Wie jeder andere Schweber auch. Oh, einen ganz kleinen Punkt am Rücken. Überhaupt, der ganze Rücken kriegt Schaden und der kleine Punkt am Rücken macht gut noch was viel Schaden. Ach komm. Dann haben diese Reihe Minions noch hinter ihr her. Die mehr oder weniger ihren Rücken schützt, das ist voll unfair. Ups. Okay, das war. Ja. Ich verteidige mal den Kern so lange, ne? Tu das. Olle. Ich glaube, so Gauss-Zeug ist gar nicht so gut. Solange ich konnte. Geht schon noch länger. Ja, oder man fällt runter. Ich hab die Bad. Ich bin auch runtergefallen. Weil mich wieder jemand runtergeschossen hat. Wäre es mal vorerst auf, oder? Müssen wir. Also von der Aufnahmezeit her reicht das auf jeden Fall. Nein, niemals. Doch. Okay. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Strange. Jo. Och, ich denke, die zwei machen wir noch danach. Die zwei machen wir noch? Die zwei machen wir noch, ja. Noch zwei Level? Ja, ja, jetzt hier da den. Wie viel Uhr ist gerade? Den reicht noch weg. Zwei. Ja, fünf nein. Vor zwei sogar nur. Dann nein. Nein. Gestartet. Das diskutieren wir später aus. Die machen wir auf jeden Fall. Die eine hier noch. Den dann danach natürlich auch noch, damit der Zusammenhang schön frisch ist. Ach, mach hier direkt mal Sky. Warum nimmst du eigentlich nicht Simo? Hab ich doch schon. Ach so, das war Simo. Das war der Roboter. So. Ja, ich nehme wieder das gleiche mit. Kill me that easily. Wow, die Map ist ja mal groß. Ja. Okay, das ist ja mal. Hui. Up and at 'em.
weißt du, was du zu tun hast? Ich überlege gerade noch. Oder habt ihr die Map schon mal gespielt? Oder? Die Map hatten wir schon mal und sind dabei grandios gefehlt. Das war die letzte Map, die wir noch gemacht haben. Einfach weil wir in Unterzahl waren. Ja, irgendwie kann man die bestimmt rüber routen. Ja klar, kann man die... Gib einfach mal her. Nee. Ich schaff das, glaube ich, schon. Aber guck mal, da auf den Ästen sind überall so kleine einzelne Plattformen, mit denen du versperren kannst. Eben. Deswegen sage ich ja, muss man ja irgendwie rumrouten können. Ja. Aber du hast auf allen drei Ästen, Enden, ja... Links. No, weißt du. Also was sie bisher gemacht haben, war, die Pfeile von unten links nach unten rechts und dann von da aus nach oben zu leiten. Was im Endeffekt dumm war, weil der Boss nämlich oben erschien. Ja, eigentlich nicht, weil wir oben dann die meisten Türme hatten. Die der in 3 Sekunden kaputt hatte. Die aber in der Zeit noch ein bisschen Schaden gemacht haben und die eben diesen 3 Sekunden aufgehalten haben. War das nicht dieselbe Welle wie die Spucke oder die danach? Das war die danach. Ah. Also am liebsten würde ich da jetzt einen A-Star-Algorithmus drüber rasen lassen, aber... Ein was? A-Star-Algorithmus. WG-Kostenberechnung. Okay. Dann tu's. Nee, dann müsste ich den ja erstmal schreiben. Ja, dann tu's. Du hast exakt 2,5 Minuten. Ich glaube, das dauert schon länger an A-Star. Ich bin mal großzügig. 3 Minuten. Das ist aber großzügig. So, das passt. Dann hole ich hier unten erstmal wieder die Minen. Ich meine, Boss schätzt sowieso nicht darum, wo der lang gehen soll. Wissen wir ja. Dass er eventuell trotzdem irgendwann durch den Kern geht, also. Was sag ich eventuell? Gut, eventuell habe ich gesagt, wegen eventually, weil ich jetzt ständig im Kopf verhaue, aber. Irgendwann halt. Bald, ja. In absehbarer Zeit immer. Was liegt denn darum? Was sind Minen? Die liegt schief. Ich weiß. Also ehrlich. Jetzt ist besser. Nein! So, Kanone. Ja, okay. Egal. Oben war, ja. This is gonna get him. War ja kurz davor mir überlegen, ob ich dieses Upgrade hole. Halbe Munition, halbe Schussgeschwindigkeit, aber 2,5-facher Schaden. Ah, wäre eine Möglichkeit. Beziehungsweise bei langsamen Waffen, bei langsamen Waffen ist es halt halber Schaden, aber dafür doppelt so viel Munition, naja. Und schon gesehen. Eben. Könnte für. Du hast übrigens ein bisschen was abgekriegt. Hab ich gemerkt. Ja.